Es ist Wahnsinn, was du für den Transport für die Tiere zahlst. Das ist Wahnsinn. Wenn ich hergehe und jetzt Schweine verkaufen will, aber macht er denn das wieder nicht? Pass auf. Neige. Und jetzt da praktisch runtergehe auf 100, was ich da an Transportkosten zahle. Das ist brutal. 8200 Gebühr. Also rechnet sich absolut nicht, dass du so eine große Menge über den Händler direkt verkaufst. Vernünftiger, du machst das mit dem Zug. Sind pro Transport 4.200 €. Also ist der Anhänger, der kostet, was kostet jetzt der? Bei den Tiere ist er drin. Die 67.000 hast du ruckzuck wieder herinner. Ja, mein Valand, das passiert einmal. Das ist doch alles halb so wild. Ist mir auch schon passiert. Halt da die Helfer. Schnell. Da kommt der Geld rein. Wenn du das so verkaufst, besser gesagt nicht verkaufst. Das war jetzt nicht Gott oder die Welt dran verdient, so muss ich sagen. Sauen. Aber wenn es dann gewisse, wenn es gleich mal so 175, das rechnet sich dann. Es wird wieder alles voll schön.
Wenn wir jetzt runter bis auf 100, da runter, dann brauche ich die nächsten paar Tage mich gar nicht drum kümmern. Dann machen wir das gleiche jetzt dann bei den Kühen. Und dann bei den Schafen, dann sind wir wieder Paare. Dann passt es wieder. Alles klar, Landwirt. Nur kein Stress, alles mit der Ruhe, alles gut.
So, zwei Fuhren noch, dann sind die Sauen erledigt. Dann gehen wir zu den Kühen und dann lassen wir die Zeit bei den Kühen laufen.